Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie Alice Weidel auf eine Frage nach ihrer Bewerbungsrede reagiert hat und was man generell davon lernen kann. Jetzt im Folgenden der Beitrag, danach ein paar Worte dazu. Ja, mein Name ist Eugen Ceresa vom Kreisverband Ulm. Frau Weidel, wir haben Sie ja schon in Baden-Württemberg seit jetzt bald 2,5 Jahren als Vorsitzende. Sie haben diesen Landesverband total an die Wand gefahren. In Baden-Württemberg sieht es absolut katastrophal aus. Welche Garantien geben Sie uns, dass das Gleiche nicht die nächsten 2 Jahre im Bundesvorstand passiert? Vielen Dank. Zur Antwort bis zu einer Minute, Frau Weidel. Lieber Eugen, wir waren irgendwann mal beim Du, weil wir uns schon jahrelang kennen. Ich kenne dich. Und wenn dein Kreisverband den Landesvorstand nicht über die Gebühr hinaus beschäftigen würde, weil du ihn nicht führen kannst, hätte man noch Ressourcen für was anderes. Die nächste Frage kommt von Frank Ist halt so, ja. Soll man die Wahrheit sagen? Lizurek am blauen Saalmikrofon ebenfalls. Bitte schön für bis zu 30 Sekunden. Als ich die Frage gehört habe, habe ich mir gedacht, oh je, wie wird Alice Weidel das wohl beantworten? Es war in den vergangenen Jahren tatsächlich so, dass es in Baden-Württemberg Schwierigkeiten gab. Und zudem ist es so, dass Alice Weidel Fraktionsvorsitzende in Berlin war, viel beschäftigt war und es vielleicht ein Zeitproblem gab. Die Frage war jetzt also, was würde Alice Weidel beantworten, um den Frager zufriedenzustellen, um das Publikum zufriedenzustellen? Ich möchte jetzt es gut machen. Es soll gut laufen. Das typische Denkschema ist jetzt, ich habe eine Aufgabe bekommen und die muss ich jetzt bearbeiten und muss eine zufriedenstellende Antwort liefern. Was passiert dabei aber automatisch? Man akzeptiert den Frager als übergeordnete Autorität. Das geschieht unterbewusst. Aber es spürt dann der Zuschauer, das Publikum, man selbst. Es ist die typische Falle, in die viele Konservative immer bei den Medien laufen. Sie bekommen eine Frage gestellt und sie versuchen, die Frage möglichst zufriedenstellend zu beantworten. Das Problem dabei ist, es findet eine Themenlenkung statt. Und es bleiben immer Zweifel. Wird Weidel das dann wirklich, die Punkte A, B, C, wirklich so erfüllen, wie sie das gesagt hat? Wird sie das zufriedenstellend machen oder doch nicht? Das heißt, in dem Moment, wo Alice Weidel hier die Fragen beantwortet, akzeptiert sie, dass sie dem Mann gerecht werden muss, dass er die übergeordnete Autorität ist. Sie reagiert auf ihn. Sie versucht, ihm gerecht zu werden. Wie hat jetzt aber Alice Weidel reagiert? Sie hat die Aufmerksamkeit auf den Frager gelenkt. Man muss sich auch mal die Frage genau angucken. Es ist massives negatives Framing gegenüber Weidel. Der Landesverband ist unmöglich, es ist katastrophal. Es sind wertende Adjektive, die maximal negativ sind. Das heißt, wenn Weidel sich darauf einlässt, dann hat sie schon verloren. Wenn sie die Frage normal beantwortet, dann akzeptiert sie diese Adjektive, diese maximal negativen Attribute. Genauso ist es, wenn sich ein beliebiger AfD-Vertreter den Mainstream-Medien hingibt und ihn versucht, ihnen gerecht zu werden. Die großen Medien kommen aber auch mit den möglichst negativen Attributen, mit negativen Wertungen, bei denen die AfD dann jedes Mal erklären muss, warum sie vielleicht doch nicht so negativ ist, wie vom Frager dargestellt. Am Ende bleiben immer Zweifel und es wirkt dann immer so, dass die AfD versucht, sich einzuschleimen, aber sie in Wahrheit ein Problem hat. Das ist das Dilemma, aus dem die AfD nicht rauskommt. Und Alice Weidel zeigt hier genau den Ausweg auf. Sie richtet das Licht auf den Frager. Sie lenkt die Aufmerksamkeit auf seine Arbeit und sagt, sein Kreisverband hätte dem Landesverband Arbeit gemacht. Und er soll doch erstmal seinen Kreisverband ordentlich regeln, beziehungsweise er könne es nicht. Und damit impliziert sie, dass er sozusagen eigentlich nicht berechtigt ist, sie in diesem Ausmaß zu kritisieren. Und aus meiner Sicht hat sie damit auch recht. Weil in dieser Art und Weise, auch wenn nicht alles perfekt gelaufen ist, wenn sie Fehler gemacht hat, diese maximal negativen Attribute katastrophal, das ist problematisch vor so einem großen Publikum, weil damit beschädigt er Alice Weidel automatisch. Ihr bleibt eigentlich gar keine andere Wahl, um ihr Gesicht zu wahren, zurückzuschlagen, ihn zu beschädigen, seine Arbeit in Frage zu stellen, das Scheinwerferlicht auf ihn zu richten. Hier wird auch ein Kommunikationsproblem innerhalb der AfD deutlich. Vielleicht wollte dieser Mensch Alice Weidel gar nicht beschädigen, er war einfach sauer, wie es gelaufen ist, und wollte dem Ausdruck verleihen und hat dabei gar nicht vielleicht bedacht, wie er Alice Weidel in die Enge treibt, wie er sie mit dieser Frage vor großem Publikum beschädigt, wenn sie das jetzt normal beantwortet, dass sie da nicht beschädigt rauskommt.
Auf den ersten Blick wirkt die Antwort von Alice Weidel vielleicht ein bisschen unverschämt. Aber bei genauerer Betrachtung, er wertet sie ab und sie lässt sich dann gar nicht auf eine sachliche Antwort ein, sondern sie bezweifelt einfach seine Autorität, sie hier so anzugreifen, sie hier so maximal negativ zu bewerten. Und daraus kann die AfD viel lernen. Wenn Medienvertreter ankommen und die AfD wegen allem Möglichen kritisieren, dann ist aus meiner Sicht es absolut notwendig, dass die AfD-Vertreter die Medien nicht als richterliche Instanz akzeptieren. Weil es vollkommen offensichtlich ist, dass die Medien ein Spiel treiben. Dass die Medien diese objektive Instanz nicht abbilden, sondern dass sie heimlich versuchen, die AfD fertig zu machen. Mit allen Tricks, die nur möglich sind. Sie systematisch täuschen, sie die AfD absichtlich nicht ausgewogen abbilden. Sondern absichtlich nicht differenzieren, unausgewogen hervorheben, unausgewogen verschweigen und mit wertenden Adjektiven emotionalisieren. Missverständliche Begriffe benutzen. Also sie im Grunde das alles machen, was sie der AfD vorwerfen. Was auch der eigentliche Trick ist. Indem sie der AfD das vorwerfen, was sie selber sind, machen sie sich selbst von dem Verdacht frei. Und es wirkt dann vollkommen überraschend, dass im Grunde sie selbst alles das darstellen, was sie der AfD vorwerfen. Extremismus, Falschspielerei, Aggressivität. Indem Alice Weidel sich über die Arbeit von diesem Kreisvorsitzenden ärgert, macht sie deutlich, sie würde es besser machen. Das ist intuitiv sofort das, was der Zuschauer versteht. Das ist ein psychologischer Mechanismus, der immer funktioniert. Vielleicht ist sich Alice Weidel dem gar nicht bewusst. Aber auf jeden Fall sind sich die großen Medien diesen Mechanismen ganz genau bewusst und setzen sie gezielt ein. Dritte und letzte Frage kommt von Markus Frohnmeier am roten Saalmikrofon für bis zu 30 Sekunden. Bitte schön. Ja, Alice, eine schwierige Frage. Höchste Inflation, Strompreise explodieren, alles läuft in Deutschland schlecht, aber die Grünen und andere Parteien legen noch immer zu. Was hat das mit Wohlfühlen zu tun? Jeder weiß ja, die Baerbock ist ein bisschen dumm, aber man fühlt sich quasi mit den Grünen wohl. Was können wir da als AfD besser machen? Wir als AfD müssen endlich wieder lernen, klare Kante zu zeigen. Wir müssen als Oppositionspartei wahrgenommen werden und dazu reicht kein Kuschelkurs. Das ist absolut abzulehnen. Und was die CDU mit den Grünen macht, ist ein absolut unwürdiges Beispiel. Unwürdiges Beispiel, wie man ein Land, ein Industrieland wie Deutschland so gnadenlos gegen die Wand fahren kann. Dieses Industrieland wird ja gerade abgewickelt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Arbeitnehmer heute und die Arbeitslosen morgen genau wissen, wem sie das zu verdanken haben. Das ist völlig unseriöse Politik, die in Deutschland gemacht wird. Das muss man mal ganz klar sagen. Überhaupt hat der Tonfall von Alice Weidel etwas Befreiendes. Sie lässt sich die Dinge nicht gefallen. Sie ärgert sich darüber. Und das wirkt authentisch, das wirkt glaubhaft vor den Zuschauern. Sie sagt hier, wir geben scharfe Kante, wir schleimen uns nicht ein. Und das kommt authentisch rüber. Das wirkt viel glaubwürdiger, als wenn ein AfD-Vertreter versucht zu verstehen zu geben, ich bin nett, ich bin gut, guck, seht her, ich bin ein ganz netter, ich bin ein ganz guter. Dann rennen die AfD-Vertreter immer in den Frame rein, sie wollen sich einschleimen, aber in Wahrheit sind sie ganz anders. Das ist übrigens auch ein Fehler, den Björn Höcke und Flügelleute machen. Also ausgerechnet Björn Höcke, der so hoch gelobt wird von vielen und der auch sehr gute Reden hält. Aber aus meiner Sicht bei den Medien, in Interviews, er ist immer sehr nett und auch bei Kalbitz ist das gleiche Problem. Sie laufen damit immer genau in den Frame rein, den sie versuchen zu umgehen. Sie wollen zeigen, guckt her, wir sind ganz nett, wir sind ganz unbegänglich, wir sind nicht aggressiv. Und dann schreiben die Medien im Nachhinein immer, sie tun so als ob, aber in Wahrheit sind sie ganz anders. Wir haben hier dieses und jenes Zitat. Wenn Höcke und viele andere den Medien gleich mehr Kontra geben würden, auf die Schwächen der Medien hinweisen würden, so wie es alles weil hier bei dem Kreisverbandsvorsitzenden macht, wenn sie gezielt die Finger in die Wunde legen, nicht versuchen, Harmonie zu erzeugen, sondern gezielt und kompromisslos in Interviews die Schwachstellen der Medien beleuchten, genau mit dem Risiko einzugehen, nicht mehr eingeladen zu werden. Genau dann werden sie Respekt bekommen. Und vor allen Dingen laufen da die Medien in den Frame rein, Angst zu haben von AfD-Leuten, wenn sie nicht mehr interviewen. Und man hat auch gesehen, dieses ganze nette Getue, Alice Weidel war auch vielleicht zu nett bei Markus Lanz das letzte Mal. Es hat alles nichts geholfen, sie wurde nicht mehr eingeladen. Es wurde kein AfD-Vertreter eingeladen. Obwohl sie immer versucht haben, ganz harmonisch zu sein, ganz normal zu sein. Genauso zum Beispiel auch Markus Heinz, als er einmal in die Münchner Runde eingeladen wurde, von Querdenken. Es betrifft nicht nur die AfD, es betrifft eigentlich sämtliche Oppositionelle. Die versuchen, Harmonie zu erzeugen und so mit den Medien klarzukommen. Es ist immer gescheitert. Es ist natürlich so, man darf nicht wahllos irgendwelche Anschuldigungen machen, sodass man geframed werden kann. Sondern man ist präzise
und beleuchtet gezielt die Schwächen. Man beschreibt die Fakten. Man beschreibt die Fakten, die die Medien nicht nennen wollen. Bei Alice Weidel ist es jetzt die Arbeit des Kreisvorsitzenden, dass er viel Zeit verplempert hätte vom Landesverband, was die Leute nicht wissen, was eine Information ist. Und genauso wäre es für die AfD, wären es Informationen über die Medienarbeit, die unangenehm sind. Und dafür kann die AfD nicht angegriffen werden. Es ist hoch unangenehm für den Medienvertreter, wenn er mit eigenem Fehlverhalten konfrontiert wird, aber die AfD ist dafür nicht framebar. Wenn die AfD einfach nur aufklärt, wichtige Fakten bringt, dann ist es unmöglich für die Medienvertreter zu framen. Aber trotzdem wird es sich für den AfD-Vertreter sehr hart anfühlen. Er wird die Konfrontation spüren. Man ist dafür aber nicht framebar. Die Medien können nichts dagegen machen. Es muss sozusagen eine Alpha-Einstellung erzeugt werden. Dass man sich immer hinterfragt, was erlaubt sich dieser Mensch? Ist er überhaupt befugt, das zu sagen, was er gesagt hat? Was hat er gesagt? Ist das angemessen? Diese maximal negativen Attribute. Und alles weil es wahrscheinlich ein Naturtalent. Sie hat sofort erkannt, in dem Moment, wo er gefragt hat, sie hat genau zugehört, hat erkannt, das ist unangemessen, das ist zu stark, darauf gehe ich gar nicht erst ein, der kriegt hier einfach Kontra zurück. Es ist auch immer die Frage, wie lange antwortet man? Je länger man auf jemanden antwortet, desto mehr Energie schenkt man ihm, desto wichtiger macht man ihn. Je kürzer man antwortet, desto unwichtiger lässt man ihn erscheinen. Und hier sieht man, Alice Weidels Antwort, sie war maximal kurz. Sie hat nur ein paar Worte gesagt, sie hat ihm wenig Energie geschenkt und hat ihn damit auch nochmal herabgewertet. Was wie gesagt eine Reaktion darauf war, weil er ja sie vorher abgewertet hat. Das ist auch wichtig im Hinterkopf zu behalten, egal ob privat oder in der Politik. Was macht der andere? Was geschieht auf der Metaebene? War er jetzt freundlich zu mir oder war er feindlich mir gegenüber? Und wenn die AfD etwas verändern will, dann muss sie erkennen, die Medien sind maximal feindlich eingestellt. Die Medien führen Kollektivkrieg gegen die AfD. Und aus welchem Grund auch immer, es gilt zu akzeptieren, es sind kollektiv die ganzen großen Medien. Warum auch immer, da kann man sämtliche Theorien schmieden, aber das Problem ist, dass viele in der AfD das immer noch nicht akzeptieren wollen und denken, ja, das kann ja nicht sein. Es darf nicht sein, es kann nicht sein, weil es nicht sein darf. Anstatt einfach die Realität nüchtern zu betrachten, festzustellen, es ist so, die sind maximal feindlich gegen uns eingestellt, die behandeln uns als Feind, also müssen wir auch sie maximal feindlich behandeln. Das ist eine innere Haltung, natürlich, nach außen hin ist man freundlich. Aber es geht darum, den großen Medien die Reichweite zu nehmen und sie den alternativen Medien zuzuführen. Und mit so einer Haltung muss man in Interviews gehen, muss man in die Öffentlichkeit gehen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.